damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Elendil zu einem neuen Part Pokémon Ultramond mit der Zwergenfee, mit dem Zwergenfürst, natürlich hier aus Poten. Die Stadt, die sieht hier ziemlich demoliert aus. Ja, hier ist eine Straßenlaterne ganz schräg oben. Hier fehlt gerade der ganze Mast. Ist alles abgeranzt und demoliert von dem Team Skull. Hier auch das Ortsschild ist vollgeschmiert. Team Skull war hier. Das Graffiti verdeckt die Schrift auf dem Schild. Ja, alles ist hier demoliert und beschmiert und kaputt gemacht von Team Skull. Du findest das Item Top-Schutz. Top-Schutz wurde in der Item-Stasche verstaut. Ja, ist auch ein wundervolles Wetter hier für ein Team Sky Hauptquartier. Ja, ist wirklich so, für das bösen Quartier, für das böse Hauptquartier, für eine Station des Bösen, ist das wirklich ein gutes Wetter, ja, kann man wirklich so sagen. Ziehst den Herrscherstick ab, 49, den 50. habe ich schon gesehen. Geht's da rein? Kann ich da rein? Nein, aber auf dem Boden ist ganz viel Kritzel, ganz viel Team Skull rumgeschmiere. Und da sind wir jetzt auf der anderen Seite. Im letzten Part haben die uns schon begrüßt. Jetzt sind wir dort irgendwie durchgekommen. Nicht nur irgendwie, sondern durch die Hecke dort drüben. Und überraschen sie von hinten. Was geht denn jetzt ab? Wie kommst du eben auf einmal hierher? Aber ist ja auch total whatever. Doch wirst du nämlich jetzt gleich bereuen. Hat der mich gerade Eumel genannt? Okay, in der Version, wo ich den männlichen Charakter gespielt habe, hat das ja noch irgendwie halbwegs Sinn ergeben, aber nennt man einen weiblichen Charakter, ein Mädchen, nennt man das Eumel? Kann man das Eumel nennen? Ist das eine Beleidigung für ein Mädchen? Das erscheint mir doch ein bisschen komisch. Erscheint mir ein bisschen strange, um das im Wortlaut von Team Skull zu sagen. Der Hintergrund in diesem Spielfeld scheint mir doch auch noch ein bisschen unrealistisch zu sein. Diese Mauern im Hintergrund. Kann sein, dass die Stadt wirklich ummauert ist. Aber, sieht schon sehr ulkig aus. Die Stadt halt hier wirklich mit der Mauer ändert. Links, rechts und vorne ist halt wirklich wie ein Raum halt hier mit vier Wänden. Und es regnet in dem Raum. Und in dem Raum ist eine ganze Stadt. Ja, es ist verdammt hell. Nicht so dunkel wie im außerkampflichen Dings. Ich würde gern in der Zeit vor dem Kampf zurückreisen und mein damaliges Sicht sagen, dass den Quatsch sein so das hat. Zwergenfee gewinnt 1152 Pokémon-Dollar und geht siegreich aus dem Kampf gegen den ersten Team Skyrüppel hervor. Schön. Will ich doch jetzt bloß nicht so auf die Barrikaden gegangen. Jetzt hab ich den Internat. Wäre schon auch ohne Barrikade krass stark. Das kriegst du heimgezahlt und zwar sofort. Anstatt seinem Kumpel jetzt abzuraten, gegen mich zu kämpfen, ja, lass den auch gegen mich kämpfen. Er wollte nur gerade eben in die Vergangenheit reisen und sich selbst davon abraten. Aber ja gut, lass deinen Kumpel im Stich und schick den auch an die Front. Ja, passt ja zu Team Skull. Also das ist ja typisch. So macht's Team Skull halt. Seine Freunde im Stich lassen hier. Kumpels hier. Auch Mani von schicken. Und Ratydox. Und das passt auch sehr zu Team Skull. Ja, das Pokémon passt wirklich sehr zu Team Skull. Kann man so akzeptieren. Das ist ein gutes
Ziemlich geile Pokémon. Und ich bemerke gerade, die Kämpfe finden sehr mittig in der Stadt. Stadt. In der Stadt, Stadt. Wir finden Stadt in der Stadt. Cool. Coole Kombination. Zwei Wörter, die ähnlich klingen, direkt hintereinander. Die, glaube ich, auch gleich geschrieben werden. Schöne Wortkombi. Ich glaube schon erreicht Level 42. Und dabei, wie ihr seht, ist das noch relativ am Anfang. Das sind die ersten Kämpfe und ja, man kann nicht wirklich sagen, dass das mit China statt ist. Also der Kampf ist irgendwie schlecht dargestellt. Die Kampfsequenz ist wirklich unrealistisch dargestellt. Da auch, ja, ich würde mal sagen, die Stadt auch dunkel ist und anders aussieht. Aber was soll's, wollen wir uns ja nicht beschweren hier. Geht schon. 50 Herrschersticker. Toll, Prophezeiung Henrich Eich ruft an. Brrrt. Hallo, ich bin's, Henrich Eich. Sieht so aus, als hättest du ein paar Herrschersticker gesammelt. Du solltest mal am Kantei Strand vorbeischauen. Ja, wenn ich den mal finde, wenn ich da mal zufällig bin, dann schaue ich mal am Kantei Strand vorbei. So, was haben wir hier? Ein Pokémon Center. Hui! Das wurde aber auch ordentlich dämoniert von Team Sky. Hey, ho! Jo! Was hast du hier zu suchen, Sis? Wir stehen hier im Dunkeln, haben null Bock auf Munkeln. Nubis, richtig derbe, sind unser Gewerbe. Wir wollen Wache stehen, doch wollen Däumchen drehen. Was willst du, ein Kampf? Ach komm, lass den Krampf. Pan, pan. Jo, platzier nicht rein, wie ein wildes Gestein. Wann du meinst, das Team Skull an nix denkt, als ein Krawall, hast du leider einen Knall. Denn das ist nicht der Fall. Wir wollen hier nur gammeln und gechillt den Staub ansammeln. Hier, im Pokémon Center herrscht Stromausfall, und zwar permanenter. Komm, bring Licht ins Dunkel mit Münzen, die funkeln. 10 Stück an der Zahl, das reicht allemal. Wirf sie uns in den Rachen, um dein Team fest zu machen. Was ist, wenn ich jetzt keinen Bedarf klicke? Darf ich dann den Dialog nochmal von vorne durchgehen? Und gehe dann einfach raus? Sag mal einfach keinen Bedarf, Jo. Keinen Bedarf, Jo. Kein Bedarf, das ist kein Grund zu freuen. Na, hoffentlich wirst du es nicht bereuen. Okay. Ich will aber meinen Pokémon-Team geheilt sehen. Pan, pan, pan. Okay, noch ein Pan dir. Ach, das wurde hypnotisiert. Hypnotisiert. Es reicht, Rippe. Zurück in deinen Ball. Aha, wurde auch hypnotisiert. Du ziehst den Herrschersticker ab und nimmst ihn dir mit. Du hast nun insgesamt 51 Herrschersticker gesammelt. Schön, schön. Ein Kaffee bitte. Ist niemand da, der mit Kaffee spendieren könnte. Na dann. Im Pokémon Center herrscht Stromausfall, und zwar permanent. Komm, bring Licht ins Dunkel mit Münzen, die funkeln. 10 Stück an der Zahl, das reicht einmal. Wirf sie uns in den Rachen. Komm, dein Team, um dein Team fit zu machen. 10 Münzen, ja, das ist jetzt nicht wirklich ein Problem. Ich störe mich dazu bloß ein bisschen dran, dass wir damit Team Skull irgendwie finanzieren. Aber ja, gut. Hoffentlich schreiben sie mich auf die Sponsorenliste. Los geht's. $10 hier. Wow, krass. Du lässt es krachen. Gleich bist du fit in keine halben Sachen. Dass Team Sky wenigstens dort die Courage hat, das auch so zu machen, dass das dann halt auch geheilt ist. Hätte man nicht gedacht. Also Team Rocket hat mir dann beim Heilen auch noch ein Pokémon abgezwickt. Also wenn man Team Rockets da irgendwie sein Pokémon-Team überlassen hätte zum Heilen, da hättest du gewiss nicht alle zurückbekommen.
Aber Team Sky ist halt ja ein bisschen blöder, ein bisschen schwerer vom KP, statt irgendwas Böses anzustellen, hängen sie dir natürlich deine Pokémon für Geld. Geld ist unser Lebenselixier, Geld ist der Shit. Psst, alle kommen zu uns und wir machen dich wieder fit. Ja. Schokisch halt, weil es nicht umsonst ist oder so. Naja, was soll's. Es ist halt ein Kinderspiel, ja. Sind halt nicht so böse. Sind halt nur böse, nicht monsteriös oder wie ist das Verb dafür? Ja, sind halt keine Monster, sondern nur Bösewichte. Ja, noch ein weiterer Kämpfer. So, wo gehen wir als Ersten durch? Ja, das hat sich wohl. Hier gehen wir als Erstes durch. Oder wir schon auf der anderen Seite? Da gab es zwei Gänge, die man gehen konnte. Ich nehme mal hier. Ach, da haben wir hier zwei Kämpfe gleich sofort. Ach, auch gut. Also im Vergleich zu der Troller hier neben mir habe ich es voll drauf. So viel ist klar. Also mehr drauf als die Olle da neben mir habe ich ja wohl allemal. Ein weiterer Kampf gegen Team Skull. Gegen zwei Team Skull-Rüppelinnen. Ja, ordentlich gendern. Radikal und Goldbart. Ja. Und Goldbartinnen. Radikalinnen und Goldbartinnen sind sogar Weibchen. Ja. Also wirklich. Dann nehmen wir mal Eiszahn auf den Goldbart. Das soll ja sehr effektiv sein. Und einmal Spukball auf. Das ist wirkungslos. Naja, was so ist. Hau Renner. Mach das Beste draus. Ja, wie gesagt, wirkungslos. Fast wirkungslos. Also Knirscher. Okay, alles klar. Eiszahn. Hui, das bringt aber ordentlich was. Das habe ich schon gesehen. Das habe ich schon hui gesagt. Während das erst noch ging. Oh, gefroren. Das hatte ich auch noch nicht. Habe ich auch noch nie gesehen hier. Tiefschlag auf Radikal. Ja, es bringt nicht viel. Ja, können wir das vergessen. Und dass das Görbert wieder aufgefroren, aufgetaut. Kann nicht fliehen. Ja, will auch nicht fliehen. Lenny. Nein, Lenny. Du bist sofort gleich besiegt hier wieder. Das sind hier wohl meine beiden Pokémon, die hier in die Front geschickt werden. In die Front. So eine Level für Dave. Level 33. Eine Grimasse willst du erlernen. Och nö, lass mal. Das brauchen wir nicht. So, komm, weiter kämpfen. Das Radikal kriegen wir auch noch hin. Wäre ja gelacht. So, die Attacke sogar effektiv. Dann mach mal. Konfustrahl von Lenny. Erstmal das Radikal ordentlich verwirren. Dann können wir angreifen mit Steve. Na komm. Mach was draus. Zack, verletzt sich selbst und die effektive Attacke. Ja. In Ordnung. Windhose soll auch effektiv sein, also los geht's. Zack, und Spukball einmal. Das steht zwar wirkungslos, aber haben wir ja schon mal gesehen, dass was gebracht hat. Was? Bringt diesmal nichts. Schade. Was ich aber gesehen habe, was ich herausgefunden habe zwischen den Parts, scheinbar lässt sich der liebe Apollo, also die liebe Lenny in meinem Team, nur via Tausch entwickeln, falls das wirklich so sein sollte, auch in Pokémon Ultramond. Finde ich das schade, weil Tausch ist in Pokémon Ultramond und Ultrasonne nicht wirklich möglich. Nötig ist es natürlich an manchen Stellen, aber möglich ist es nicht wirklich. Es gibt zwar einen Wundertausch, da kannst du halt deinen Pokémon reinpacken und das wird dann random getauscht gegen irgendein anderes Pokémon. Da kann ich euch auch was zeigen im Pokémon Center. Nein, diese nicht, da sind die Geräte futsch. Am nächsten Pokémon Center, wenn wir hier raus sind aus der Stadt, also in ein paar Parts, kann ich euch das mal zeigen. Da ich mir was Wundervolles ertauscht. Ja, was richtig Tolles. Das drehe ich mal. Also im übernächsten Part wahrscheinlich.
Also ich hab ja wohl trotzdem mehr drauf als die Yoda. Hab ich doch. Trotzdem hab ich mehr drauf als die Yoda. Hab ich doch, gell? Sag doch, dass ich mehr drauf habe als die. Habt ihr nicht. Beide habt dann nichts drauf. Ihr habt nichts drauf aus dem Zahlenbelag. Top Genesung. Na, das ist ordentlich. Ein kleines Item. Dafür hat es sich doch gelohnt zu kämpfen. So, einmal zurück ins Pokémon Center. Hier nochmal Geld bezahlen für. Am Ende stehe ich wirklich auf deren Sponsorenliste. Ja, 20 habe ich schon bezahlt. Da will ich aber jetzt wirklich mal draufstehen langsam. Also wenn ich was finanziere, also dann will ich auch bitte genannt werden hier als finanzierender Partner hier. Also auch wenn es nur Team Sky ist, das halt nicht wirklich ein Grund zur Freude ist, finanzierender Partner von Team Sky zu sein, aber immerhin. So, nächster Kampf hier oder was? Ja. Bonjour, ich komme gerade aus Kanos zurück. Aha. Ist jetzt ein feiner Herr oder was? Hat richtig sprechen gelernt. Skalrüpel fordert sich heraus. Aber hat ihm wohl nichts geholfen, weil er ist immer noch genauso blöd. Er ist noch bei Team Skal. Also, ja. Ich habe generell nichts gegen diese Bösewichte. Also, Team, so das ein oder andere Team finde ich schon ganz gut. Also, da würde ich auch mal beitreten. Das ist also ganz lustig, da mal drin zu sein. Also, Team, ich mal Team Galaktik, das ist ja zwar auch ein bisschen leicht beschränktes Team, aber noch Team Galaktik ging, glaube ich, ganz gut. Team Flair, da kannst du dich auch sehen lassen, also wenn du eine führende Position drin hast. Also Team Flair hat ordentlich Stil. Team Rocket natürlich, also das ist noch, ja, ordentlich. Das sind natürlich ein paar Deppen, das ist ja klar, wie die sich auch schon anziehen. Ja. Also ich finde, glaube ich, Team Flair am besten, also das ist ordentlich. Kann sich sehen lassen, die Kleidung und so weiter und die Sachen, die machen. Und ja, die Sachen, die machen, ist natürlich jetzt nicht so beeindruckend. Ist ja ein böses Team, aber so der Stil von denen, in Ordnung. Und tschüssi, auf den Sonntag geht dich hin. Mehr bringt dich nicht. Nur, dass ich hier Englisch spreche. Ja. Gut, Take. Gibt's im Anschluss. Team Skalkübel setzt Rettern ein. Los, Dave. Du bist dran. Du bist immer noch am Leben. Yay. Team Skalkübel. Achso, ich habe ja schon mal im Pokémon Center geheilt. Ah, ist klar. So, einmal Eiszahn. Soll ja effektiv sein. Komm, Rettern zerbeißen. Okay, ja, das ist also effektiv. Naja, einmal Biss. Mal schauen, was das so bringt. Ja, in Ordnung. Kann man sogar bei Biss bleiben. Na komm, mach's alle. Einmal Biss. Ist doch nur Team Skull. Ja, nice. Mit 3 Team haben wir es geschafft. Spitze, kann es weitergehen. Ach so, noch ein Pokémon. Oh ja, habe ich übersehen, dass der noch ein zweites Pokémon hat. Ein Moluk. Ein kleiner Moluk. Windrose Toxin. Ja, Windrose versus Toxin. Das Windrose hoffentlich besser. Was? Ja, ist besser. Besser ist nicht gut. Los, Deckel. Hau rinne. Renk den Schmied. Von mir aus. Los, mach irgendwas. Du bist vergiftet. Du hältst es nicht ewig aus. Irgendwas musst du tun. Giftschock. Hui. Das war aber sehr effektiv. Das war gut.
Tim Sky hat auch, bemerke ich gerade, das weiß ich schon etwas länger, aber Team Sky hat ordentliche Lappen-Pokémon. Das ist halt auch irgendwie so, ja, ist eigentlich schade, dass die sich immer durch Lappen-Pokémon besorgen, sich schwachen Müll-Pokémon. Ja, und natürlich auch, wieso brauchst du das im Team? Also, das ist, ich würde schon deshalb Team Sky, nein, nicht Team Sky, aber Team Flair zum Beispiel beitreten, um halt auch mal ein guter Boss zu sein, um halt wirklich mal als Boss, ja, das wäre doch völlig cool. Ein gutes Team zu haben und mal wirklich eine richtig geile Geschichte zu haben, so der unter dem Motto, der Boss, ja, der kann halt ordentlich was. Die Welt ist dann halt wirklich mal in Gefahr. Also, es ist nicht nur irgendwie ein bisschen ein böses Team, was halt irgendwie ein bisschen rüpelhaft ist und mal ein bisschen Ärger macht, mal so hier und dort mal ein bisschen, ja, du gehst da mal hin und besiegst es, sondern der Boss hat's ordentlich drauf, der hat's Zeugs zum Champ und hallo, der ist also eine ordentliche Hausnummer und so kann man das machen. Vor dem muss man wirklich Angst haben, das ist, treffen sich die Moves, Song, Boran, Guillotine eigentlich auch mal. Mir steht dieses ganze Kram bis hier. Aber jetzt ist es auch auf Nummer sicher. Und so weit habe ich nicht gelesen. Okay. Er will nicht kämpfen, ihm ist das zu riskant. So, da sind wir schon drüben. So, sind wir schon sehr weit vorangekommen. Hier wimmelt es immer mehr von Team Sky. Gegen die kämpfen wir hier noch. Du, aber niemand ist, das ist so wild. Meinst du, du kannst es irgendwie nicht besänftigen? Soll ich dir auch noch einen Gefallen tun oder was? Das geschieht dir recht. Geschieht dir recht, ist doch eine andere Redewendung. Das habe ich gesagt, ja. Niemand ist, das soll ich beruhigen. Ich werde es mal einschläfern. Ich werde mal hier ordentlich. Ich werde es in den Kummer prügeln hier. Das Kummerreif prügeln. Ja. Ich finde, ja, ich weiß, ich beschwere mich gerne mal über die Schwere von den Bösewichten und will die eigentlich auch am liebsten sofort besiegt sehen und auch ganz leicht besiegbar haben. Aber das wäre doch mal ein Reiz für ein auch vielleicht nicht so Kinderspiel, dass da halt wirklich auch eine Herausforderung drin hast. Das wäre noch ein mega Reiz drin in dieser Story. Die Story würde das wirklich so bieten. Das könnte man wirklich so anbieten. Halt der Boss ist halt ein Boss. Wirklich, wie es halt die Bedeutung von dem Wort Boss ist. Ist kein Lappen, sondern ein Boss. Und will die Weltherrschaft an sich reichen. Also, ich verstehe es nicht. Also ich verstehe es halt einfach aus der Logik her nicht. Wenn man die Weltherrschaft an sich reißen will, dann hat man keine Unratütox in seinem Team. Da haben die Leute auch keine Unratütox, also die Untergeben auch keine Unratütox mit drin. Da hast du dann auch eine ordentliche Verteidigung. Hast du eine Festung. So funktioniert das hier. Gute Storygeschichte und so weiter. So gute Logik in der Sache. Also das ist so ein Multimillionenunternehmen, das kann nicht von einem 10-Jährigen so einfach mal mega leicht gekickt werden. Da braucht es schon am liebsten noch ein ordentliches Team, was da halt irgendwie noch zur Seite steht. Das kannst du nicht einfach so zack, mal durchgehen, da musst du am besten noch mit 4-5 Leuten, mal einfach wie ein Pokémon Y, da hast du doch schon 4-5 Leute. 4-5 Freunde, die halt beiseite stehen und halt wirklich in einem 4er-5er-Kampf halt wirklich mal Front an Front stehen und halt wirklich kämpfen. So will ich das sehen, so muss das sein, so sind Bösewichte, so kennt man das aus Filmen, das ist aus spannenden Actionfilmen. Das macht den Film erst richtig spannend, den Actionfilm. Dass du halt wirklich bangst um die Hauptfigur. Um diese Hauptfigur bangst du nicht. Das ist ein 10-jähriges Mädchen, was sich einfach durchschlagen kann ohne Probleme.
Held muss bluten. Ja, so ist das. Pass mal auf, du. Ich mache Wirbel in Amerika. Pass mal auf, du. Meine lieben Leute. Wo steckt eigentlich der Typ, der ständig was von den Schädeln faselt? Ach, okay, die kämpfen nicht. Der Kerl, da sollte lieber auch schon acht in ein Dringling halten, als mich anzustarren. Hallo, der Eindringling steht hier vor dir. Hier. Hallo, hallo, ich hier. Das Mädchen mit der blonden Frisur. Ach ja, Team Sky halt. Doof wie 11 Meter Holzback jetzt. Ja. Und mit dir, was mit dir? Vielleicht bin ich einfach zu nah. Eve. Woher soll ich denn auch wissen, wie weit ich von dem Eve weg bin? Ach, Leute. So, wie komme ich an den Herrschaftsticker an? Muss wohl nicht ans Gebäude rangehen. Muss wohl hier. Ah, so geht's natürlich. Herrschaftsticker. Abgezogen. 52. Wir sind, glaube ich, hier 4 Herrschaftsticker waren hier in der City. Da komme ich aber erstmal nicht dran. Da muss ich mal ums Haus rum. Dann gehen wir mal rein ins Haus. Ich drin im Headquarter. In Lotta Villa. Im Hauptquartier von Team Skull. Das Zentrum des Bösen. Ja, ich würde mal sagen, Däumchen nach oben, sollte euch dieser Part gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu auf meiner Kanalseite seid und ja kein weiteres Video mehr mit dem Zwergenfürst verpassen wollt. Im nächsten Part geht es hier in der Lotta Villa weiter. Und wir gehen mal hoch zum Boss und bezwingen mal den, ja, das Böse bezwingen. Team Sky und ja, stellen uns den ganzen, ja, lasst doch ein Abo da, habe ich das schon gesagt, ja, habe ich bestimmt schon gesagt. Habt einen angenehmen fürstlichen Tag, gehabt euch wohl und haut rinne. Bis zum nächsten Part. Ciao, ciao. Adios, haut rinne, man sieht sich. Six, five, six, mehr.